Hi Leute, ich bin's wieder, Gadur. Heute mit einer Kohle und zwar mal einer Natritten. Einer traditionellen Shisha-Kohle, einer Orangenbaumkohle und zwar der Natural Bird Kohle. Ist eine echt gesunde Kohle, also steht da drauf, das müsst ihr glauben. Eine wirklich gesunde Kohle, nein Quatsch. Ich denke, keine Kohle ist wirklich gesund, aber ich denke gerade mal, diese traditionell verwendete Zitronen- oder Orangenbaumkohle aus dem Orient ist auch relativ schadstoffarm. Es werden nicht so viele Giftstoffe freigesetzt, wie jetzt zum Beispiel bei Grillbriketts oder sonstigen, die so vielleicht aus anderen Holzarten hergestellt werden. Auch die Apfelbaumkohle ist zum Beispiel eine gute Kohle zum Shisha-Rauchen. Bei einem lügt natürlich die Verpackung. Da steht nämlich noch was drauf und zwar doesn't make the hands dirty. Also macht die Hände nicht dreckig. Also die macht die Hände schon sehr dreckig. Vielleicht wenn sie brennt nicht mehr so, aber naja, es gibt dann andere Sachen, die da nicht so angenehm sind für die Hand. Also, die kommt in solchen Stäben. Wie man es von der traditionellen Kohle kennt. Ich zeige es euch auch nochmal im Makro, wegen der Verarbeitung, nein. Also eine ganz normale Kohle, wie ihr hier seht, bricht auch nicht irgendwie besonders, lässt sich leicht brechen. Und jetzt für meinen Kaya Vortex habe ich drei Stücke in der Größe auf meinen Garage-Kohle-Anzünder gelegt. Und ich bin echt erstaunt immer wieder. Ich habe sie jetzt schon öfters geraucht als Alternative zu Gokotschas. Die Kohle ist innerhalb von 3 Minuten komplett durch. Sie stinkt beim Anzünden bestialisch, das muss ich sagen. Also meine Frau hat mich schon gefragt, ob ich hier die Hütte abbrennen wollte oder sonstiges. Nee, also man sollte sie schon entweder auf dem Balkon oder auf einer Terrasse anzünden oder wenigstens das Fenster weit öffnen kann, wenn man die Kohle anzündet. Wie gesagt, ich sehe ja schnell an. Ich habe 3 Stücke dieser Größe drauf. Ich messe es mal nach. Für die ganz genauen. So ein Stück ist ungefähr 4 cm lang. Habe ich dann so angeordnet. In einem Dreieck. Der Kopf sollte schon gut bedeckt sein. Nachdem die Kohle angezündet bzw. durchgeglüht war, hat sie überhaupt nicht mehr gerochen. Ja, ich habe den Kopf noch nicht lange angeraucht, aber sie ist da schon recht gut. Ich mache mal einen Windschutz drauf. Sie gibt nicht allzu viel Hitze ab. Es hat aber auch den Vorteil, dass der Tabak nicht so leicht anbrennt und man die Hitze besser kontrollieren kann. Der Tabak schmeckt gut, hat keinen Nebengeschmack. Ist jetzt eigentlich mit Gokotschas vergleichbar. Ja, also kein Nebengeschmack, nichts Störendes, es wird dann nicht schwummerig im Kopf oder sowas wie bei diesen Silberkohlen. Was ein bisschen Manko ist, ist die Brenndauer. Das liegt so bei 45 bis 50 Minuten. Gut, man kann dann sagen, nach 40 Minuten, ich hau einfach neue drauf, die sind ja schnell angezündet. Also man kann nachlegen, gerade für Leute, die immer sagen, Kokotschas sind mir zu heiß. Ist es eine gute Alternative, wobei der Preis bei einem Kilo bei 6,20 Euro bei www.shisha-laden.de liegt, ist ein bisschen teurer, also schon um einiges teurer als die Kokotscha, aber ich sag mal, so ein Stäbchen, das wiegt ja auch nichts, also da ist schon eine ganze Menge drin fürs Geld. Man kommt nicht ganz so weit mit wie mit dem Kilo Kokotscha, aber es ist schon ganz gut.
Ja, für mich eine Kaufempfehlung für Leute, die traditionell rauchen wollen, die keinen Bock haben auf komplizierte Setups oder eben sagen, die Kokocha sind mir zu heiß, ich möchte aber trotzdem mit Naturkohle rauchen. Ich würde mal sagen, für eine Kohle auch wieder 7 von 10 Punkten, eben weil die bestialisch stinkt und beim Anzünden eben nur und weil man nicht so lange mit rauchen kann. Aber die Vorteile sind auch wieder, der Tabak brennt nicht aus und man braucht nicht so viel Alufolie, man muss sich nicht so einen Kopf drum machen. Also wie gesagt, so viel von mir heute zu dieser Kohle. Und ja, bis dahin. Haut rein, euer Gadur. Ach so, ja. Ein Manko hat die Kohle noch, sie ascht wie Sau. Also man muss sie schon mehrmals abaschen und es gibt eine Menge Asche. Also ich bevorzuge, dadurch, dass ich die Setups mit denen kriege, doch die Kokocha-Kohle. Okay, bis dann.